So Leute, herzlich willkommen zu Road to Commander Episode 4. Ich hatte mich entschieden, noch eine Runde jetzt heute Abend aufzunehmen. Hier noch eine Folge, meine ich. Wir spielen hier, glaube ich, gegen ein ganzes Team. Oder das Team ist bei mir, ich weiß, habe ich jetzt nicht gesehen. Die hatten alle GTA 5 irgendwie im Clan-Tag. Ja, sind... Wie viele sind das? Vier. Ja, haben wir auch noch 5 im Gegner-Team. Ich weiß nicht, inwieweit ich vielleicht Host bin. Das sah gerade nach Gottmode-Klasse aus. Treiber. Ranzig. XPL. Steht bestimmt nicht für XP-Lobby. Nein. Oh nein, da wählt einer Gottmode-Klasse aus. Deswegen. Nee. Verbindung zu Host verloren. Nee. Oder Zeitüberschreitung. Das geht auch. Versuchen wir nochmal eine Lobby aufzumachen. Seitdem in MW3 nicht mehr ganz so viel los ist, geht das natürlich besser, aber es natürlich bringt gar nichts, um zu hosten, also bei mir zumindest nicht. Nur damit kann ich wenigstens die Maps spielen, die ich möchte. Na, war doch Herrschaft Village, scheiß drauf. Ey. Village oder Terminal? Ja. Wie lange habe ich noch Doppel-EP? Ja moin, noch nicht mal die Hälfte rum. Einer muss noch reinjoinen. Ja. Jetzt wäre nach wie vor nicht genug, weil das hier ein paar Support-Schlampen sind, ne? 1, 2, 3. Keine Ahnung. Ja, 3. Mein Gott, mach die Lobby voll, du Fischkopf, ey. Einer noch. Und voll. Ja, voll. Jetzt müsste gleich Host-Migration. Ja, ich bin nicht Host, sondern deswegen, sonst hätten sich, glaube ich, die Namen nicht verschoben. Das ist zumindest in MW2. Auf jeden Fall chill ich die Connection. Road to Plünderer, noch 3 Level. Glück haben diese Folge. Das Match vielleicht 1 oder 2 Level-Ups. Wenn wir 3 Herrschaftsmatches haben, dann passt das schon. Die droppen schon mal gut. Ah, da ist einer oben drauf. Gucken. Der hinterlässt leider kein Plündererpaket. Bin ich ja schon wieder nicht nett. Gucken, der aber. Ich
Geiern auf Plünderer-Pakete. Flash, Schrein. Keiner war am Campen. Und nicht alle Tage. Oh mein... Oh mein Gott! Overkill! Und Satten. PS3-Spieler. MW3 ist so viel einfacher auf Xbox, aber mein Aim ist da halt Pisse, ne? MW2 ist von den von der Art der Spieler her auf PlayStation angenehmer. Aber ich finde es einfach in MW3 auf Xbox nicht so viele Tryharder, ne? Ich finde es generell in MW3 auf Play auf Dingens nicht so viele. Ja, ich bin geflasht, obwohl ich das Ding. Herr Fighter! Ja, mit der SKL 100 plus Specialist wäre auch ein bisschen krank, also. Generell für 100 plus Specialist krank, aber. Ich bin nicht Host, also gehe ich nicht von aus, aufgrund der fehlenden Framelags. Aber die droppen extrem gut. Deswegen, und die Leute, die ziehen uns auch gerade nicht so unter. Hier sind ein paar Leute mit Tuba und wir haben trotzdem 4 Balken. Nee, nicht mit mir. Oh mein Gott! Was hat mich... Was ein Hurensohn. Ich wäre so in A reingekommen, da hätte ich sowas von Geschenke verteilen können. Ganz ehrlich, wenn die da nicht die ganze Zeit so durch die Wand sprühen würden, wenn wir die mal wirklich in A einsperren würden und nicht hier so einen Witz hier veranstalten würden. Der Typ ist jetzt nicht ernsthaft von dem Wurf besser geholt worden. Jo, Support spielen ist cool, die Support... Oh, die anderen sind rausgegangen, die RMAXA-Typen. Junge, der Typ guckt mich noch nicht mal an! Der hat so links an, also von ihm aus gesehen links, von mir aus gesehen rechts an mir vorbeigeguckt. Mein Gott, was macht der denn hier wieder für einen Kack? Oh mein Gott, Barrett, der spielt auch mit Overkill. Unglaublich. Die denken gar nicht daran, irgendwie in A reinzurennen. Guck mal, wie der da abschimmelt. Ja, bleiben wir mal geduckt in unserem eigenen Spawn. Ich hab gehört, hier ist wie in Ghosts. Man bleibt besser defensiv.
Mein Gott! The Wanted Man! Ja, du bist jetzt wirklich wanted, weil du da in der Scheißecke abschimmelst. Tot! Ah! Leon, wir haben hier zwar drei Spawn-Tripper mit LMGs, aber nee. Guck es dir an, ich schieß zuerst. Tot. Nee. Wo war der denn am Hängen? Assassin, Jungs, I'm Assassin. Hallo? Na scheiße, denn dahinter haben wir nur angehittet. Fehlt mir ja nur noch, dass das ein Support-Juggernaut ist, der die anderen markiert. Ist der dumm oder was? Ist der am Hängen, ey. Wer hat diesem Kerl ins Gehirn geschissen? Und wer, wie kommt, wie, ach, der ist von da drüber gesprungen, ja. Auch so ein Posi, die habe ich noch nie jemanden gesehen, in meinem ganzen Leben. Also ich weiß zwar, dass man da hinkommt, weil ich das mal in einem Private Match ausprobiert hatte, aber ich habe da noch nie jemanden gesehen. Wie gesagt, 50 Kill-Marke geknackt, deswegen ganz in Ordnung, konstant hier auch meine Quoten. Na, noch nicht ganz Plünderer, okay, aber danach das Match definitiv, dass wir ein Match auf jeden Fall noch mit Plünderer zocken können heute. Na, host nicht. Habt ihr ja gesehen, Treiber. Ich will die AC hier. Herrschaft. Lol, neue Lobby. Oh. Das ist ja schon wieder verdächtig, mein Freund. P90 Klasse. Ja, da können wir auf die verzichten. Auch keiner. Ah, noch 5 Waffenstufen. Das ist natürlich blöd. Oh, der Hacker ist bei uns. Gott sei Dank. Wenn er die Godmode-Klasse anmacht, wir merken's. Oder was hat der Typ da im Hintergrund gemacht? Und? Jo, Jungs, Godmode Klasse, ihr werdet gleich einen Namen bei uns im Team schweben sehen. Da könnt ihr euch ja drauf freuen. Ah, nee. Das ist wahrscheinlich der ganze GTA 5 Clan. Das sind 1, 2, 3, 4 Leute. Jetzt wenn wir, guck, das hat 4-mal gehangen. Wenn wir jetzt wirklich 4 Leute hier unsichtbar am Schweben haben, Alter. Das hängt ja schon wieder. Der vor mir ist noch sichtbar. Okay, der ist schon mal unsichtbar.
Das ist so dreist. Wir haben 4 Gegner. Die hatten alle schon keinen Bock mehr, als wir hier den Unsichtbaren gesehen haben. Fehlt nur noch, dass das hier eine Schule-XP-Lobby ist. Jungs, unsichtbare Klasse nutzen wir. Wozu? Richtig, Objective spielen. Jetzt sind wir 8. Okay. Ach, das war nur eine Flash, die mich angehittet hat. Seid ihr behindert? Warum nimmt ihr A ein? Und er kann ja nichts dagegen machen, wisst ihr? Wenn da jemand A einnimmt, dann wird A eingenommen. Geil, unsichtbarer blockt mich. Die haben auch keinen Bock mehr, alle. Oh, die können doch nicht mal hier auf Village Spawn trappen. So schlecht sind die. Oh mein Gott. Ja. Ihr seht's hier. Alle, die zu 0 haben, haben God-Mode-Klasse. Sprich, der ganze GTA 5-Clan. Oh mein Gott. Wenn ich ihn mit Jumpshotten nicht holen kann, dann muss da irgendwas an der Connection liegen. Stirb. Freunde, wir gewinnen zu hoch. Ja, ist geil. Martyrium Semtex quasi. Guck mal, ich habe gleich viele Kills wie ein Unsichtbarer. Wenn ich die ganze Zeit Balls Deep, ohne getötet zu werden, im Spawn rumlaufen könnte, Jungs, dann hätte ich da locker 130 plus Specialist. Es sind immer die Schlechten, die hacken müssen. What? Ich habe keinen bloody Screen. Habt ihr gesehen? Null. Ich habe mehr Kills als der beste Aim. Mann, Alter! Ist ja wohl ein Witz. Raus. Ist ja wohl ein schlechter Scherz. Hoffentlich habe ich Plünderer. Ja, Gott sei Dank. Ja, wohl ein schlechter Witz, dass die mich da blocken können mit ihrer Unsichtbarkeitsklasse. Wo kommen wir denn da hin? So. Nein. Realtime-Modder. Das ist doch auch... Nee, das war die Lobby, wo wir nicht rausgehen konnten. Scheiße. Lol, er lädt einfach weiter. Er lädt weiter, obwohl ich abgemeldet bin. Okay.
Mal wieder versuchen, eine Lobby aufzumachen, wenn es klappt. Ich weiß nicht, inwieweit das reicht. Nein, tut es nicht. Nee, er versucht mich irgendwo rein zu tun. Oder? Nee, tut er nicht. Gut, müssen nur noch ein paar Leute rein. Apokalypto-Toxis. Ich habe nur noch 26 Minuten Doppel-EP. Nein. Was ist denn da los? Okay, Lobby ist voll. Wir müssen zwangsläufig auch mal die P90 zocken. Ich weiß nicht, auf welchen Maps könnte man das denn machen? Welche Maps sind denn so typisch? Arkaden. Arkaden? Was, wo gibt's noch? Was sind so reine Submachine Gun Maps? Arkaden? Bootleg vielleicht? Du kannst aber auch Assault zocken. Nicht Assault hier, Assault Rifle. Bitte keine Godmode-Klasse. Nein! Und gute Connection! Läuft! Die Gegner jetzt auch noch angenehm sind, Das nenne ich mal einen Start. Meine Güte. Tot. Von wo denn? Er stirbt und spawnt da einfach. Okay, 12-1 war jetzt nicht so eine krasse Streak, aber der Start war ja schon mal hier legendär. Okay, dann werden wir jetzt mal hier, wenn die das spawnen, reinheizen. Okay, sie spawnen anscheinend doch nicht hier. Das ist natürlich blöd. Oh mein Gott. Und ich lege mich auch noch hin, sonst hätte er mich ja nur in den Fuß treffen können. Da hätte ich hochspringen müssen, hätte er mich gar nicht treffen können. Zumindest also aus so einer Paniksituation hätte er mich nicht treffen können. Mit Zielen natürlich, ne, aber. Ah, blöd. Den wollte ich mir eigentlich schnappen. Ja, ihr könnt ruhig Triple Cap machen, dann nehmen wir halt später mehr ein. Mein Team ist ja dazu fähig, hoffe ich doch mal.
Bonus. Ich sehe nichts. Und er knifet mich einfach dreist. Vor allem, ich habe mich doch hingelegt. Ich habe den Stick gedrückt. Was soll denn der Scheiß? 24 Kills nach 70 Punkten. Wo bin ich denn das halbe Match gewesen? Oh mein Gott. FMG 9er Kimbo. Also zumindest irgendwas Akimbo-mäßiges. Und es ist ja somit das populärste. Gut, den haben wir. Hier sehen wir jetzt wieder die ganzen Sporntrepper. Tod, ich hasse das. Immer muss ich da nachladen. Vor allem, wo hat denn der sein 40-1 her? Scheißknecht. So, jetzt habe ich mich aber hingelegt, hoffentlich. Hat irgendwie nach wie vor ein kleines Magazin irgendwie. Sky-H war ja, das war ja wirklich mikroskopisch, aber. Stuck. Visier. Nö. Oh mein Gott, hat der Meisterschütze? Ja. Wollte schon gerade sagen, wie kann er mich denn da durch den Rauch gesehen haben? Was ist denn da los? Oh mein Gott. Wir haben B und wo spawnen wir? Bei A. Oha, da wird aufgeräumt. Oder auch nicht. Oh mein Gott, was ist das denn für ein System? Oder für ein nicht vorhandenes System? Ich habe keine Ahnung. Jetzt nehmen sie wieder A ein. Ist an sich gut, dass sie immer was einnehmen, aber der Spawn ist, wenn der Spawn flippt, ist natürlich scheiße. Typen haben wir ja noch weggeholt. Da nimmt einer B ein. So geht das ja wohl nicht. Obwohl wir schon Double Cap haben und jetzt sogar Triple Cap machen. Sind die behindert? Und ich hinter ihn auch noch am Einnehmen. Was ist los mit mir? Junge, jetzt kommen die da alle mit Akimbo an. Was ist denn da los? Ich kann ein. Das ist ohne Plünderer Pro echt scheiße. Ah, Stealth Bomber, gut.
Vor allem, wie kommt denn der da hoch auf das Scheiß-Glitscher, Alter? Hä? 25 Mal, ich glaube 50 braucht man für Plünderer pro. In MW2 war es glaube ich noch 80. Wir haben ja hier alles reduziert. Für Lagebrick brauchst du ja 120 Dinger in MW2. Wer hat denn da ins Gehirn geschissen? Ja. Moin, wie ich den da Full Flash noch weggeaimt habe. Gut, das Match ist zu Ende. Rang 41. Ja, ich denke mal, ich höre jetzt auch auf zu zocken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie gesagt, das Video gut bewerten. Ja, und guckt euch da mal an, wie der Typ da oben hängt, Alter. Wie kommt man denn da hoch? Naja, 67,3 vom Killer Jan, wenn er nicht gekämpft hat. Respekt. Ja, gut. Bis dann. Haut da rein.